Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier aus Savannah Heide, Raum Köln. Wer die Heide kennt, der wird hier ungern weggehen. Ich sag's euch gleich. Und wenn ich hier wegziehen würde, ich würde hier Urlaub machen. Okay, so, Mike van Dijk, Man's Knife. A Man's Knife. Ja, also, das war was für echte Kerle. Michael Deichmann heißt er, Mike van Dijk, hat er von mir. Gleich zu Beginn, alles hier, was ihr seht, ist von Mike van Dijk handgemacht mit einem selbstgebauten Maschinenfuhrpark. Die zwei Klinge, geachtet auf 60 Rockwell von Jürgen Schanz. 60 Rockwell, D2. Das erste Video habe ich ja, im Januar gedreht. Da habe ich es nicht benutzt. Aber jetzt benutze ich es und danach wird es mich verlassen, und zwar genau für 200 Euro. Das kommt einem guten Zweck zugute. Ja, also es ist mein Messer, das gebe ich ab. Da wird das Geld gut investiert für, aber nicht für mich, sondern für einen guten Zweck, wie ich schon sagte. Michael Deichmann, Mike van Dijk, hat die Lederscheide auch selber gebaut. Ja? Alles made in Germany. Der hat hier praktisch, es ist ähnlich wie Kudex. Ja? Kudex ist eine Erfindung von dem Mischer alias Lederschmiede Untermain und dem Markus Reichert, der wohl uns als Messermacher verlassen hat, aber der Messerszene treu bleibt. Das Ding rastet satt ein. Habt ihr das gehört? Mit einem Klacken. Ja? 400 Gramm. Ich wollte Kilo sagen. Wollte ich Kilo sagen? Wollte ich 400 Kilo sagen? Nein. 400 Gramm. 580 mit Lederscheide. Sprich, die Scheide wiegt 108 Gramm. Jetzt denkt ihr, so ein Riesen-Oschi. Apropos Riesen-Oschi. Muss schon dabei sein. Können wir ja mal messen, ne? Können wir ja mal. Ich hab's gleich. Eine Gesamtlänge von, die wird euch begeistern. Eine Gesamtlänge von fast 35 cm. Hat der mich aber Kette gegeben. Und 22 cm Klingenlänge. So knapp. Aber nur so knapp am 42A kommen vorbei. Wisst ihr, was ich meine? Shit happens. 5 mm Klingenstärke. Ja? Seht mal, wie schön der das Messer auf rustikal gemacht hat. Ja? Wir haben hier so eine Art Sabergrind. Zweite Phase, die ist spiegelpoliert. Ja. Nichts dran, das waren drei Schläge. Das ist hartes Kantholz, ja. Wirklich hart. Also wer das haben will, 200 ist Festpreis. Die 200 Euro werden benötigt, aber nicht von mir, ja, sondern da, wo die Kohle hin soll. Alright. Wollen noch ein bisschen Spaß haben? Okay. Ihr seht da hinten, das ist ein umgekrachter Baum. Den wollen wir mal den Chaos machen. So. Am Gürtel mit meiner Nightcore
Ja, der Baum hat es hinter sich. Ende aus Mickey Maus, der kippt eh. Also. Jo. Geht doch nicht so über eine anständige Klinge, oder? Und was dran? Nein. Ausbrüche, Rollen? Nope. Wie neu. Und ganz ohne Quatsch. Das ist richtig, richtig gut. Ich merke es gar nicht am Gürtel, aber okay, das ist jetzt auch kein 0815 Gürtel. Ja? Neuer Baton. War schon mal später zurecht. Nuscht, aber auch gar nuscht. Kennt ihr noch die Videos von vor einem halben Jahr? Dezember oder so? Der hätte ich hier gestanden und hätte gekeuscht. 18 Kilo weniger. Ja. Viel Zeit weg. Das nenne ich mal einen Baton, oder? Ja. So, der Bunker ist hier. Cooles Ding, oder? Flammneu mit Waldmeisterspuren. 200 Euro für den, der es haben will. Geiles Teil.
Was willst du mehr? Ja? Achtung, Waldmeisters Running Gag. Für Rechtshänder und für Linkshänder geeignet. Macht auch so eine gute Figur. Ja? Dem Ding kannst du irgendwo Nägel einkloppen, aber bitte nicht in Bäume. Ich habe dann jetzt neulich dieser Tage irgendwo ein Video gesehen. Bushcrafter haben in Bäume Nägel reingekloppt. Also macht so einen Scheiß nicht. Mikata-Griffschalen. Ja? Wieder. Mit schönen Grooves drin. Und grünen Leinern. Das Ding hat eine Bombenhandlage. Und wir haben hier eine Schleifkerbe. Wer jetzt sagt Schleifkerbe, brauche ich nicht. Doch. Wenn ihr das Messer am Stein schleift, schützt diese Schleifkerbe den Stein an der Kante, dass der abrundet. Wenn ihr nämlich zum Beispiel hier das am Parierelement ankommt, ja, dafür ist das gedacht. So. Ich würde es ja gerne behalten, aber ich muss jemandem helfen, oder vielmehr eine Organisation, der will ihr helfen, respektive. Und wäre cool, wenn es mir jemand für 200 Schleifen abkauft. Zahlbar PayPal, Family and Friends. Versand geht auf meine Kosten. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss Mario, schwenkt tot. Tschüss ab und schwenkt dick ab. Euer Waldmeister. Zack, ahoi.